Ja, weiter geht es mit Let's Play City Skylines in Glenvon City. Wir haben das letzte Mal einen kleinen Aufstieg gehabt. Wir können U-Bahnen bauen, was ich mir für diese Folge vorgenommen habe. Wir haben auch einiges an Knete. So, wollen wir mal gucken. Eine U-Bahn-Station, was ist das überhaupt? U-Bahn-Bahnhof Wittenbergplatz. Ja, das ist wahrscheinlich wieder so eine Mod-Geschichte. Ich möchte aber U-Bahn-Stationen haben. Die haben ein wenig Lärmerzeugung. Ja, ist nicht so schön. Aber lässt sich hier nicht vermeiden. So, wo baue ich die hin? Ich baue einmal eine hier hin. Und in dieses Gewerbegebiet auch nochmal eine. Naja, das geht nicht, weil das nicht unser Land ist. Das ist immer blöd. Aber hier geht eine hin. Und ihr seht schon, wir müssen hier mit den Lärm ja, ein wenig aufpassen. Wir müssen die ein bisschen abseits bauen. Ort ist bereits belegt. Vielleicht hier noch eine hin. So, hier noch U-Bahn-Linien. Wobei, die heulen dann natürlich auch. Das ist blöd. Aber hier haben wir ziemlich viel frei. So, hier. Ja, da haben wir nur die zwei. Das stört mich nicht. So, hier hinten. Hier oben haben wir alles Wohngebiet, das ist natürlich blöd, die heulen sofort rum. Aber vielleicht, hier nochmal eine. Okay, dann würde ich sagen, Tunnel bauen. Achso, natürlich. Die hätte ich aber auch gerne, so organisch. So, einmal hier. Drunter her, wir müssen natürlich einmal... nicht genügend Geld, was soll das denn? Wir sind reiche Säcke. okay, das heißt, wir müssen wieder erstmal zu... Die sind verdammt teuer, ey. Gut, ich sehe schon, wir sollten vielleicht nicht da hinten anfangen. Sondern gleich, wenn wir da ein bisschen Geld haben, hier vorne. Jetzt weiß ich nicht, was so viel Geld gekostet hat, die Stationen. Oh ja. Oder die Tunnelbauten. Mache ich erstmal eine kleine... ja, die sind nicht ganz so teuer. So, wo muss ich hin? Hier habe ich keine mehr, ne? Das heißt, ich muss hier... Ja, nicht genügend Geld. Ich würde schon eine komplette Linie machen und nicht nur so ein Fitzelchen. Vielleicht können wir hier auch noch eine hinmachen oder hier irgendwo... Da müssen wir die halt mit den Bussen dahin schleusen. Das hilft ja alles nichts. Ja, natürlich fährt da noch keiner mit. Ja, wir haben wieder ein wenig Bedürfnis nach Wohngebieten. Jetzt möchte ich es aber mal wagen. Ich möchte gerne keine Bezirke bauen, sondern diesen Innenkreis hier als dichtes ja, Wohngebiet. Zuweisen. Muss ich gleich nur abreißen und gucken, ob ich auch alles richtig gemacht habe und nicht irgendein Fitzel vergessen habe. So, abreißen. So, hier ist alles clean. Erstmal ein paar Obdachlose hier schaffen. So, jetzt dürfte eigentlich doch... So, jetzt dürfte aber nichts mehr übrig sein. So, und dann pinseln wir einfach mal dichtes Wohngebiet hier hin. Da sollten ja auf jeden Fall mehr Einwohner unterkommen, sollte man zumindest meinen. Und Pause bitte wieder verschwinden lassen und mal schauen, ob sich hier was... Da tut sich schon was. Oh yeah, hier wächst alles zu. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen mit meinem, mit meinen Assets, die ich runtergeladen habe, also in den Gebäudegrafiken. So, hier räumen wir mal wieder ein bisschen auf. Ups. Ja, wir müssen hier definitiv was tun, das geht so nicht. Vielleicht... Es staut sich wegen den Ampeln hier, richtig? Vielleicht eine große Straße oberirdisch hier hinbauen, bis hier hin oder so. Die wollen bestimmt zur Autobahnauffahrt.
Ja, und die ist hier. Das heißt, hier haben wir schon so eine dicke Straße. Wenn wir die hier weiter so dick, bauen, weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ja, wie gesagt, wir brauchen erstmal wieder ein bisschen Geld. Ups, das war das Falsche, oder? Ja, ich habe das Falsche abgerissen. Was wollte ich machen? Ich wollte die U-Bahn weiterbauen. Wir haben wieder ein bisschen Knete. Unser U-Bahn-Netz will ja eingeweiht werden. So, einmal hier rum. Unter der Autobahn her. Da kann es ja... Das ist ja scheißegal, wie laut es am Ende ist. So, schön rund halten das Ganze. So, jetzt müssen wir gleich hier einmal ins Wohngebiet. So, das reicht eigentlich schon. Wobei noch ein Stückchen. 1100. Ja, wir machen aber pro Woche, zumindest sollte das pro Woche, glaube ich, sein, 6000 Credits plus. Ja, da springt schon ein bisschen mehr raus. So. Ja, so können wir es lassen. Nun gut. Da oben habe ich auch noch welche, warum auch immer. Gut, müssen wir erstmal ein bisschen Geld sammeln wieder. Ach so, brauchen wir diese hier eigentlich noch? Ich muss mal schauen. Nein. Gut, dann haben wir wieder ein paar Strommasten gespart. Wobei, warte mal, das nochmal aufheben. Das auch. Und dann baue ich nochmal hier ein Block Wohngebiet hin. So. Ja, unsere... Ach so, hier unten. Unsere, oh. Das sieht aber nach Berliner Plattenbau aus, oder? Die Immergrün-Residenz. Das sieht ein bisschen schäbig aus. Ja, ist auch noch Level 1. Vielleicht tut sich da ja noch irgendwann mal was. Vielleicht sollten wir unten auch einen Park hinsetzen. Hier so ein, können wir uns alles gar nicht mehr leisten. Ja, ein Tennisplatz. Reiche Leute spielen noch Tennis, oder? Ja, da müssen wir jetzt auch drauf achten. Achso, die Gewerbegebiete eigentlich nicht, aber, Moment, so. Die Office-Büros, die profitieren natürlich auch. Ist das überhaupt Office? Nee, Discounter, das Gewerbegebiet hier. Die profitieren natürlich auch von den Gärten und graden sich dann dementsprechend auch ab. So, aber warum das hier nicht weitergeht, weiß ich nicht. Ah, da brennt's auch. Ah, die Feuerwehr ist schon da. Sehr geil, das funktioniert. Mit der Straße bin ich, wie gesagt, sehr unzufrieden. Achso, achso, hier, die wollte ich abreißen. So, das heißt, diese Brücke schließen wir hier nicht an. Wir lassen diese Brücke hier oben lang laufen. Führen die hier einmal rum. Ja. Und bauen hier vielleicht eine zweite Auffahrt. Geht das überhaupt? Warte mal. Ich bin so schlecht in so Auffahrten bauen, deswegen ich hoffe, dass hier irgendwie eine drin ist. Oder wir bauen einfach die Autobahn als Brücke hier rüber. Weiß ich noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall was machen hier, das geht gar nicht. So, ist die denn jetzt leer? 9% voll. Egal, wir wollten die U-Bahn bauen, das mache ich auch wieder. Wo bin ich denn jetzt? Ach so. So, einmal. Zweimal. Können wir uns das noch leisten? Nein. Jetzt müssen wir nur noch hier dran. Also so einmal und dann von hier aus hier rüber. Und dann haben wir das ganze Netz erstmal ja, für unsere primitive Stadt einmal fertig.
Wobei ich mich frage, ob hier auch irgendwo... Hier ist kein Gewerbegebiet drin. Das ist natürlich schlecht, weil wir könnten natürlich eine U-Bahn-Station hier zum Beispiel hinbauen. Oder hier. Ja, wir haben kein Geld. Sehe ich dann nochmal. Schreibe ich mir auf meinen nicht vorhandenen Zettel. Nein, mache ich nicht. So, das gradet sich nicht ab und ich habe keine Ahnung, warum nicht. So, hier ist alles voll. Multimedia-Zentrum. Ach so, hier ist dichtes, okay, ich verstehe. Dann, nein. Dann werden wir hier nochmal eine Straße hier rüber bauen. Vielleicht so, es war ein bisschen Platz hier zwischen, aber so haben wir ein bisschen Abstand zur nächsten Kreuzung. Wobei ich nicht glaube, dass wir hier mega viel Verkehr haben werden. So, und wir haben keine Nachfrage danach, das ist das Problem. Das heißt, hier zimmer ich erstmal wieder dichtes Gebiet hin. Gewerbegebiet. Auch wenn wir das gerade... Nee, das ist Quatsch. Hier kommen Büros hin. Da haben wir ein bisschen Nachfrage nach, nicht so viel. Ich glaube auch der Vorteil von Bürogebäuden ist einfach, dass die keinen Zuliefererverkehr haben. Oder irre ich mich da? Naja gut, komm, lass uns erstmal die U-Bahn-Schächte bauen. So, einmal hier rum bitte. So, der ist angeschlossen. Ja, jetzt haben wir wieder kein Geld. Dann würde ich sagen, setze ich die das nächste Mal hier irgendwo hin. Ja, muss ich mal schauen. Ich habe eh eine ungefähre Vorstellung, wie die Stadt aussehen könnte. Es wird so eine... Ich versuche so eine Art Ringstadt am Ende zu bauen. Aus verschiedenen Schichten. Ich habe keine Ahnung, ob das gut gehen wird. Wahrscheinlich eher nicht. Ich kenne mich. Gut. So, hier brauchen wir einiges an Geld. 8200. Müssen wir noch ein wenig uns gedulden. So, aber was fehlt hier unten? Bildung wahrscheinlich, ne? Deswegen passiert da nichts. Warte mal. Ja, Bildung. Definitiv können wir uns nicht leisten. Da hat sich das auch schon wieder erledigt. Ich sage, bauen wir hier irgendwo, ja keine Hochschule, aber hier so eine Grundschule vielleicht hin. Wir haben mehr als genug Kapazitäten, warum heulen die hier rum? Ach so, das sind wahrscheinlich die Schichten. Warum gradet sich das hier nicht ab? Ach hier aber. Ich habe keine Ahnung, müssen da noch mehr Parks hin? Ja, so eine Kirche wäre doch mal schick. 12.000, ja, Lex Meno, ey. Bauen wir hier noch eine Kirche irgendwo hin? Hier würde es natürlich passen. Ja. Aber wir bauen erstmal die U-Bahn zu Ende. Das war nämlich Ziel dieser Folge. Ah, hier haben wir wieder... Das Gefälle ist zu steil. Hä, kann man nicht über Flüsse bauen? Jetzt reiße ich bestimmt... Boah, keine Ahnung, ey. Wie ist das möglich? Hier geht es. Ich darf nur nicht absetzen, wie es aussieht. Ja, scheiße. Wie mache ich denn das jetzt? So. Ach, komm schon. Das sieht doch scheiße aus. So.
Quelle zu steil. Jetzt geht's hier natürlich auch nicht mehr. Ach, scheiße. Oder wir fangen hier an. Einmal so. Das war mega kacke. Egal, jetzt sind aber alle angeschlossen. Hoffe ich. Außer die da hinten. Da müssen wir noch eine hinmachen. Dann machen wir aber später. So, wir machen jetzt erstmal eine Linie. Und zwar von hier nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Und nach da. Dann wieder nach. Da. Den Rückweg also auch noch absichern. Nach da. Nach da. Nach da. Und die Linie abschließen. Sehr geil. Ich hoffe, das bringt etwas. Wir werden mal die Zahlen ein wenig beobachten. Da rennt jemand. Vielleicht da rein. Ja, in die U-Bahn-Station. Ich weiß nicht, ob man das im Video gesehen hat. Sie werden auf jeden Fall angenommen, die Haltestellen. So, vor allem hier drüben bin ich mal gespannt. Ja, hier rennen sie rein. Geile Sache. Sie werden auf jeden Fall angenommen. Damit hätten wir das Ziel erstmal erfüllt in dieser Folge. Ich finde die Teile immer noch hässlich. Achso, die Kirche wollte ich noch bauen. So. Zack. Geile Sache. Guckt euch mal an, wie das auf einmal hochschießt. Ich hoffe. Minimal. Bis gar nicht. Ich habe eigentlich gehofft, das wirkt sich besser aus. So eine Kirche. Ach cool, sogar eine Besucheranzeige. Vielleicht sollte ich hier im Dorf auch noch irgendwo eine reinbauen. Gut, das soll es aber für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines. Also, bis dann.